nhà thì người ta có mình đi, người ta đi dạo có hai cái chuyện trống có lại thấy không? Chơi. Đây là một cảnh quê của miền Nam nước Đức. Kia các bạn nhìn cái tàu lượn đang lên kìa. Họ kéo cái tàu lên để cho nó lượn. Rất đẹp. Hôm nay trời đẹp, tất cả mọi hoạt động đã bình thường trở lại sau một dịch corona dài cấm đủ thứ cả. Trời đẹp thì bây giờ tất cả mọi hoạt động đã bình thường trở lại. Đấy, cái dù nó rơi các bạn thấy không? Nó rơi xuống ấy. Nó vừa kéo cái tàu lên, hai ba tàu luôn. Tàu lượn. Người ta nhìn lên trên thì người ta cảm thấy thích thú. Đã khâu là có hết, không thiếu một cái gì cả. Cảm giác rất là đẹp, rất an bình. Xe vừa mới rửa xong, mới tinh, sạch bong. Không sạch hết nhưng mà cũng được. Rửa thế thôi, ngày lần sau rửa lại nữa thì mới sạch được. Zwischen Langbruck und Volledau 2 Kilometer Stau. Im Baustellenbereich steht auf der rechten Spur ein defekter LKW. A92 München Richtung Deggendorf. Zwischen Moosburg Süd und Moosburg Nord Sperre und 3 Kilometer Stau wegen Bergungsarbeiten. Wir empfehlen Abwehrweg zu umfahren. Das Wetter in Bayern. Fast überall sonnig oder leicht bewölkt. In den Alpen kann es hier und da regnen. Die Temperaturen steigen auf 16 bis 19 Grad heute Nachmittag. In der kommenden Nacht ist es meist klar bei Tiefstwerten um 5 Grad. Die Aussichten. Es bleibt sonnig und es wird noch etwas wärmer. Tageshöchstwerte 16 bis 23 Grad. In den Nächten kühlt es ab auf 10 bis 4 Grad. Für Kommunen beteiligen. Der Städtetag lobt das Konzept. Zur Münchner Demo gegen Corona-Auflagen kommen viel mehr Teilnehmer als erlaubt. Urlaub in Italien soll Anfang Juni wieder möglich sein. Das Wetter am meisten. Was soll sagen? Davor kannte ich dich nicht. Was ist denn das, meine Mutter? Nach der Regierung City und CSU vorher zu informieren. Er könne nicht alleine über den Bundeshaushalt verfügen und zweistellige Milliardenbeiträge frei im Land verteilen. Auch in Bayern regt sich Widerstand gegen die Scholz'schen Pläne, denn die sehen ja auch eine Beteiligung der Länder vor. Und die hat der Minister offenbar auch nicht vorher gefragt.
Die wegen der Corona-Pandemie verhängten deutschen Grenzkontrollen werden auch heute teilweise gelockert. Nach Luxemburg entfallen sie ganz. Nach Österreich, Frankreich oder die Schweiz darf aus beruflichen Gründen oder für Familienbesuche wieder gereist werden. Nicht aber zum Einkaufen, Tanken oder um dort Urlaub zu machen. Dem Sommerurlaub in Italien steht nichts mehr im Weg. Italien öffnet seine Grenzen für Touristen aus der EU wieder. Und zwar ab dem 3. Juni, also in 2,5 Wochen. Mit der neuen Freiheit soll der Tourismus in Italien wieder in Gang gebracht werden. Eine Demokratie braucht Fakten und Informationen. Sie muss zwischen Wahrheit und Lüge unterscheiden. Das hat Kanzlerin Merkel und würdigt heute, 75 Jahre nach Erscheinen der ersten Nachkriegszeitungen, die Rolle der freien Presse. Wer die Freiheit liebt, dem ist eine freie Presse auch unverzichtbar. Freiheit bedeutet, auch immer die Meinungen, Überzeugungen anderer wahrzunehmen und wertzuschätzen. Und es bedeutet gleichzeitig, das eigene Denken und alte Gewissheiten immer wieder auf den Prüfstand zu stellen. Mit Blick auf die Corona-Demos hat Kanzler Angela Merkel noch einmal betont, dass in Deutschland keine Impfpflicht geplant ist. Eine mögliche Impfung wird freiwillig sein, sagte Merkel den Funke-Zeitungen. Das Klassik-Radio-Wetter. Im Norden ist es bewölkt, vor allem an den Küsten gibt es einzelne Schauer. Ansonsten ist es meist sonnig. Die Höchstwerte liegen zwischen 12 und 21 Grad. Aktuell meldet Mainz 20 Grad und Passau 18 Grad. Schönes Wochenende mit Klassikradio. Und Larissa Butor. An diesem Samstagnachmittag alles erledigt für heute. Dann heißt es jetzt hoffentlich, das Wochenende genießen und das Planen anderen überlassen. Zum Beispiel wir. Und ich habe Filmmusik für Sie, Oper und auch ein wunderbares Klavierkonzert eingeplant. Und in dieser Stunde erfahren Sie von mir, wie Sie Tickets gewinnen können. Hört sich doch nach einem guten Plan an. Wir starten mit Carl Petersen am Klavier. Jetzt das Klavierkonzert Nummer 1 von Friedrich von Flotow. Schön, dass Sie mit dabei sind. Klassikradio. Musik zum Entspannen und Genießen. Thank you.
Hauptbahnhof sein.